Also angefangen hat es ja bei mir eigentlich mit den Opernaufnahmen von meiner Mutter. Die hatte, glaube ich, 6 Tonbandaufnahmen, da war Rigoletto dabei und La Traviata und was man so hat. Und die hat mich natürlich, als ich so 6 war, 7, 8, total auf italienische Oper eingestielt. Also ich habe auch mit 6 dann immer Tosca geschallert und so. Ne? Und wenn mir dann Bach begegnet ist, fand ich den eigentlich immer so ein bisschen langweilig, weil ich kannte halt so diese, naja, ich sage keine Namen, aber halt so ältere Aufnahmen, ne? Oder wo dann brandenburgische Konzerte mit 12 Kontrabässen besetzt waren, Klavierkontinuo und so. Und dann dachte ich immer, naja, also Bach. Habe es auf der Geige ganz gern gespielt, da wurde es schon langsam interessanter. Und so richtig gezündet hat es aber dann eigentlich, da war ich so 16, 17, da habe ich Philipp Herwege gehört in der Aufnahme. Bach-Kantate 21, ich hatte viel Bekümmernis. Und das hat mich, da war ich vom Donner gerührt, weil da habe ich auf einmal die Musik verstanden. Ne? Und dann fing mich das an zu interessieren, dann wollte ich da mehr drüber wissen. Und dann kam ich darauf, es gibt also historische Aufführungspraxis. Und so hat es mich dann irgendwann nach Bremen an die Akademie für Alte Musik geschwemmt. Und ich habe da mal in Stuttgart Emma Kirkby zum ersten Mal gehört, das war natürlich so ein anderes Aha-Erlebnis. Ja, und so ging das dann weiter und naja, da war es klar, es hat gezündet und gesessen und das ist mein Zuhause jetzt eigentlich, italienische Oper, naja. Aber Bach, ich habe mit 6 dann angefangen Geigenunterricht zu haben und hatte einen fantastischen russisch-amerikanischen Lehrer, der Jascha Heifetz-Fan war und da habe ich die ganzen Bach-Konzerte dann gespielt, ne, und so die zweiten langsamen Sätze, Sempusul-G-Seite, ne, und mit Portamenti und Vibrato und eigentlich weiß ich selbst besser, aber wenn ich heute eine Geige in die Hand nehme, ne, und fange an so eine Geige, fange an zu spielen, ne, dann geht das wieder los ne, und die Geige ein bisschen höher einstimmen, ne, damit es brillanter klingt als das Klavier und so, ne. So habe ich erstmal angefangen es zu lernen und wie gesagt, dann kam die erste Begegnung mit Philipp Herweges Bach-Aufnahmen, Bach-Kantaten-Aufnahmen. Und überhaupt wie mit Geigen, mit dem Klang der Streicherinstrumente, das war für mich was ganz Neues. Ne? Und dann Amsterdam Barockorchester war auch so eine Begegnung. Das muss alles so 86, 87 gewesen sein. Und ja, da hat sich mein Leben verändert, ganz klare Sache. Ja, weil davor, wie gesagt, fand ich Bach so ein bisschen langweilig. Ne? Und auf einmal hab ich verstanden, wie es sein kann und was für Farben da möglich sind. Und dann auch, ja, was man mit Stimme damit machen kann, wenn man das jetzt nicht alles mit Vibrato und der Gleichberechtigung jeder Silbe singt. Ne? Ja. Ja, also das mit der Seele gefällt mir natürlich ausnehmend gut. Das finde ich ja fantastisch. Und auch weil die Seele ja immer verstehen will, aber vielleicht noch nicht versteht und hinterfragt und zweifelt. Und das ist natürlich etwas, da kann man ziemlich viel Autobiografisches gleich mitverwenden, verwursten. Und das gefällt mir eigentlich ganz, ganz, ganz toll. Also ich fände das jetzt schwieriger, Gott sei Dank bin ich ja kein Was. Ne? Also, ne, weil Jesus weiß ja immer, wo es lang geht, ne? Und die Seele weiß es halt nicht. Das finde ich toll. Das ist ja eigentlich gerade der Trick, alles zu verbinden. Also das Herz und Mund und Tat und Leben, das ist eigentlich, ja, das ist genau das. Also die Ratio, den Verstand, ohne den es nicht geht, der das Ganze führt und auch kontrolliert. Und trotzdem innerhalb dieses Rahmens, aber dann der Seele und dem Herzen den Freiraum zu lassen, das Ganze mit Leben und Wärme zu füllen und Menschlichkeit. Weil wenn man das eine weglässt, dann fehlt entschieden was. Wenn man das andere weglässt, fehlt auch ganz entschieden was. Also ja, es ist auch besser. Und ich glaube, das ist von Bach auch so eingefordert, weil man merkt, dann fängt es an zu leben. Ne? Wie man hier in Leipzig ja auch oft bei den Aufführungen merken kann. Also ich glaube auch, das, was wir heute historische Aufführungspraxis nennen, ist, glaube ich, moderner und aktueller kann man es gar nicht machen, weil es ist so hochaktuell, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zu hinterfragen und zu graben, wie mag es denn wohl geklungen haben. Aber was wir dabei interpretieren, ist natürlich unser Lebensgefühl, das sich jetzt gerade zufällig vielleicht mehr mit dem deckt, was damals war. Also ich finde, es wirkt sehr lebendig, so wie wir es jetzt gerade aufführen und denken, dass es so gehört.
Ansonsten mag ich dazu gar nicht viel sagen, weil ich war nicht wissentlich dabei. Nein, also manchmal fängt es schon damit an, dass ich einen Bach-Kantatentext habe und ich lese den durch und dann suche ich mir erstmal eine englische Übersetzung. Ich bin Deutsche wohlgemerkt, um den deutschen Text zu verstehen, weil, also, ne, ich meine, manche Wörter, naja, man muss erstmal ein bisschen gucken oder wir auch mal die Bibel nachlesen, wenn es irgendwelche Andeutungen gibt und Namen, wo ich denke, na, in meiner Kinderbibel kam das nicht vor. Ja, und dann, man versucht halt den Hintergrund zu kriegen, also gerade auch den geistigen Hintergrund, aus welchem Anlass hat es geschrieben. So, das finde ich schon sehr wichtig. Und ich glaube, nach dem authentischen Klang zu suchen, finde ich sogar sehr wichtig. Was mich nur stört, ist irgendwie, wenn man dann mit einem absoluten Anspruch angeht und sagt, so hat das geklungen, fertig ab, weil das glaube ich nicht, weil wir können es nicht wissen, wir können es wirklich nicht wissen, aber wir können danach suchen und nicht danach unten nicht aufhören, das finde ich sogar sehr wichtig. Na, jetzt war ich ja schon so oft hier. Trotzdem freue ich mich jedes Mal wieder und denke, mein Gott. Ich habe es jetzt gerade mal wieder durch die Augen und Ohren und Herzen von Freunden von Tafelmusik Toronto erlebt, die jetzt hier sind und zum ersten Mal hier sind und die, ja, awestruck sind. Also die so also fast in Ehrfurcht diesen ganzen Platz betreten. Für mich hat er mittlerweile, weil ich hier doch mittlerweile ziemlich viel Zeit verbracht habe, gibt es auch andere Verbindungen, ne? Dass ich hier dann mit dem Fahrrad rumfahre und alte Kumpels besuche und so. Ne? Also irgendwie das ist dann so eine Verbindung aus der Geschichte und der eigenen Geschichte. Ne? Und dann muss ich mich manchmal wirklich daran erinnern, ja, Moment mal, da ist nicht nur dort, wo ich einen Bratwurst gegessen habe, sondern es ist, hier ist mal Bach umgelaufen, ne? Und so viele andere. Es ist eine sehr junge Stadt. Fantastisch, dass die Uni mitten in der Stadt ist. Zum Bachfest ist es natürlich auch touristischer als außerhalb des Bachfestes. Das fällt auch auf, was das Ganze noch lebendiger macht, aber auch es etwas unwirklicher macht. Ne? Weil sonst hat man das Gefühl, hier ist so ganz normales Leben, das an diesem fantastischen Ort stattfindet. Und dann ist das einfach viel präsenter. Na, als Bachstadt Leipzig, denke ich, ist es natürlich ein Begriff auf der ganzen Welt. Also, wo man hinkommt, dass also Leute, die sich mit Kultur beschäftigen, denen ist es auf jeden Fall ein sehr deutlicher Begriff, was ich fantastisch finde und mich irgendwie auch stolz macht, auch als Nicht-Leipzigerin.